immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Ein duales Studium im Bereich Finanzwirtschaft? Das erwartet dich. Bei einem dualen Studium an der Berufsakademie hast du den Vorteil, Theorie und Praxis zu verbinden. Du wechselst also in deiner Studienzeit regelmäßig zwischen der BA und der Sparkasse. In der Berufsakademie lernst du theoretische Grundlagen, zum Beispiel Bilanzanalyse, Geldpolitik und Finanzmathematik und beendest deinen Bachelor nach 3 Jahren mit einer Abschlussarbeit. Im Ausgleich dazu kannst du während deiner Praxisphasen in der Sparkasse dein erlerntes Wissen im direkten Kundenkontakt anwenden. Egal ob Beratungsgespräche zu unseren Produkten oder die Prüfung von Finanzierungsanfragen und Unternehmenskonzepten von Firmenkunden, du hast die Ziele deiner Kunden immer im Blick und findest gemeinsam mit ihnen die passende Lösung. Und wenn du fachlich mal nicht weiterkommst, haben wir immer ein offenes Ohr für dich, auch außerhalb der Arbeitszeit. Denn eines ist sicher, egal ob Kundengespräch oder Mittagspause, ein gutes Miteinander steht bei uns immer an oberster Stelle. Und, neugierig geworden? Bewirb dich jetzt, weil's passt. Dein Profil, unsere Story. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe unserer Drehscheibe Lausitz vom 9. Februar. Wir starten unsere Sendung heute mit einer Meldung aus der Grenzregion Sachsen-Brandenburg. Wenn Sie dieser Tage ein Grenzgänger bzw. Fahrer sind, sollten Sie diese Sperrung beachten. Im Amt Schradenland wird die Fahrbahn der Kreisstraße K6203 zwischen den Orten Hirschfeld und Strauch in Sachsen erneuert. Dafür ist es erforderlich, die 3 Kilometer lange Strecke ab dem 21. Februar komplett zu sperren. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum 30. Juni 2022 andauern. Bis dahin sollen die Arbeiten an der Fahrbahndecke abgeschlossen sein. Eine Umleitung erfolgt über die Ortschaften Großtiemig, Weißig, Oelsnitz, Skässchen und Übigau und wird zeitnah ausgeschildert. An dieser Stelle informieren wir Sie über die derzeitigen Corona-Infektionszahlen im Lausitzwelle-Sendegebiet. In den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz sowie Elbe-Elster gibt es folgende Zahlen. Vom Landkreis Bautzen wurden heute 1.405 neue Corona-Fälle gemeldet. Demnach gibt es nun einen Inzidenzwert von 1.005. Nach unserem Kenntnisstand wurden heute 6 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona festgestellt. Der Landkreis Görlitz hat seit gestern 554 Corona-Neuinfektionen gemeldet. So liegt die Inzidenz heute bei 807. Es wurde hier ein Todesfall bekannt. Im Landkreis Spree-Neiße wurden seit gestern 316 neue Fälle des Virus festgestellt. Somit gibt es in diesem Kreis nun einen Inzidenzwert von 989. Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Vom Oberspreewald-Lausitz-Kreis wurden heute 231 neue Corona-Fälle an das RKI weitergeleitet. Hier gibt es derzeit eine Inzidenz von 1053. Hier wurde ein neuer Todesfall festgestellt. Und im Landkreis Elbe-Elster wurden seit gestern 432 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In diesem Landkreis gibt es nun eine 7-Tage-Inzidenz von 1084. Todesfälle gibt es hier keine. Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzwelle Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Jetzt folgen die Kurznachrichten vom Tage. Auch die Schweinepest ASP hält bundeslandübergreifend die Menschen in Atem. Wie Brandenburg will nun auch Sachsen die Jagd auf Wildschweine ausweiten. Mehr Informationen dazu und die weiteren Meldungen sehen Sie jetzt.
Nach Brandenburg geht jetzt auch Sachsen noch stärker gegen die afrikanische Schweinepest vor. Wie das sächsische Sozialministerium informiert, soll bald die verstärkte Bejagung von Schwarzwild in den vom Ausbruch der afrikanischen Schweinepest betroffenen Landkreisen Bautzen und Görlitz gefördert werden. Demnach erhält der Jagdverband Sachsen bis zu 1,5 Millionen Euro für die Durchführung von Maßnahmen, die in den beiden Landkreisen zur erheblichen Reduzierung des Schwarzwildbestandes führen. Der Verband schafft dabei die personellen und technischen Voraussetzungen, um die notwendige Anzahl von Jagden zu organisieren und durchzuführen. Dazu zählt auch Ausrüstung wie Drohnen, Drückjagdböcke und Desinfektionsmittel. Der Landesjagdverband Sachsen ist mit ca. 4.300 Mitgliedern die mitgliederstärkste jagdliche Interessenvertretung im Freistaat Sachsen und im ASP-Gebiet mit 5 regionalen Jagdvereinigungen vertreten. Am 31. Oktober 2020 wurde das ASP-Virus erstmals nachgewiesen. Zwischenzeitlich gibt es über 900 amtliche Nachweise in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Meißen. Der deutsche Maler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter wird heute 90 Jahre alt. Seine Werke zählen auf dem Kunstmarkt zu den teuersten eines noch lebenden Künstlers. Aufgewachsen ist er in der Lausitz. 1951 trat er, nach einer Ausbildung zum Schriften- sowie Bühnen- und Werbemaler, sein Studium an der Kunstakademie in Dresden an. 10 Jahre später floh er mit seiner Frau Marianne aus der damaligen DDR nach Westdeutschland. Sein Kunststudium setzte er dann an der Kunstakademie in Düsseldorf fort. Richters Leben diente bereits 2018 als Grundlage für den Kinofilm Werk ohne Autor. Heute lebt Richter zurückgezogen in seinem Haus in Köln. Vor 2 Jahren beschloss er, den Pinsel aus der Hand zu legen. Das Museum Alte Pfefferküchlerei in Weißenberg geht ohne hauptamtlichen Leiter in die diesjährige Saison. Wie der Förderverein des Museums bestätigt, hat Sebastian Walter die Einrichtung wieder verlassen. Der Museologe war Ende 2018 aus Leipzig nach Weißenberg gekommen. Auf den Betrieb des Museums hat der Weggang Walters allerdings keine unmittelbaren Auswirkungen, wie der Förderverein versichert. Die Öffnungszeiten und Führungen können mit ehrenamtlichen Kräften abgesichert werden. Für die museumspädagogischen Angebote steht eine erst im Vorjahr hergerichtete neue Backstube zur Verfügung. 2022 soll nun endlich die bereits für 2021 geplante Sonderausstellung über das Schützenwesen in Weißenberg gezeigt werden. Im Mai wählen die rund 35.000 Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer Cottbus die IHK-Vollversammlung für Südbrandenburg. Wer hier als Sprecherin oder Sprecher der regionalen Wirtschaft künftig mitreden und ehrenamtlich mitgestalten möchte, kann ab sofort bis zum 21. Februar seine Kandidatur bei der IHK einreichen. Aus den Mitgliedsunternehmen der IHK werden 45 Vertreter für die Vollversammlung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Kandidieren können alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die Mitglied in der IHK Cottbus, volljährig und zur Ausübung des Wahlrechts berechtigt sind. Eine Bewerbung kann per Post oder E-Mail beim Wahlausschuss der IHK Cottbus eingereicht werden. Die Anmeldung und weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der IHK Cottbus unter www.ihkwahl-cottbus.de. An der Bundesstraße 156 zwischen dem Ortsausgang Spremberg und dem Kreisverkehr im Ortsteil Schwarze Pumpe starten am Montag Fellarbeiten. Die Bäume sollen Platz für die Erneuerung des Radweges entlang der Bundesstraße schaffen. Insgesamt ist die Fällung von 31 bereits geschädigten Straßenbäumen notwendig. Nach der Fertigstellung der Radwegsanierung sollen 35 neue Bäume gepflanzt werden. Für den circa 2-wöchigen Zeitraum der Baumfällungen werden die B156 halbseitig und der parallel verlaufende Radweg vollgesperrt. Der Radverkehr wird auf den gegenüberliegenden Radweg umgeleitet. Die Sanierung startet voraussichtlich im Sommer 2022. Die Zeit der Vorbereitung ist zu Ende, jetzt geht es zur Sache. In Neugersdorf hat der Abriss des früheren Stattelsaals begonnen. Am vergangenen Montag fehlte bereits ein gutes Stück des Gebäudes auf der Sportplatzseite. Ein Baggerfahrer war damit beschäftigt, bereits herausgebrochene Holzteile aus dem Schutthaufen in bereitgestellte Container zu befördern. Anstelle des einst beliebten Veranstaltungssaals sollen ein Aldi und ein Edeka-Markt entstehen. Das Vorhaben hatte zu Protesten in der Bürgerschaft geführt.
Die digitalen Medien halten auch bei den Jüngsten Einzug. So wurde auch in der Kita Pusteblume in Hoyerswerda die erste interaktive Tafel angeschafft. Künftig soll sie von allen Gruppen für kreative und künstlerische Projekte und interaktive Lernspiele genutzt werden. Ebenso kann sie laut Leiterin Karin Wagner auch bei der Elternarbeit der Kita, beispielsweise für Präsentationen und bei gemeinsamen Lernprojekten von Erziehern und Elternvertretern, helfen. Die Erzieher und Erzieherinnen sollen nun intensiv fortgebildet werden und künftig auch gemeinsam mit den Pädagogen der Hoyerswerdaer Grundschulen und dem Leon Foucault-Gymnasium noch enger zusammenarbeiten. Aus dem Meeting Point Music Museum wird der Meeting Point Memory Museum. Mit dieser Namensänderung feiert der Trägerverein des gleichnamigen Gedenkortes in Skorzelec sein 15-jähriges Bestehen. Wie der Vorsitzende Frank Seibel erläutert, habe sich die Arbeit des Vereins seit der Gründung 2006 stark gewandelt. In den Anfangsjahren lag der Schwerpunkt demnach auf der Musik von Oliver Messiaen, der hier im Zweiten Weltkrieg als Kriegsgefangener lebte. In den letzten Jahren rückte das Gedenken an die 120.000 Kriegsgefangenen in Görlitz in den Mittelpunkt. Mit dem Verleihen von Namen einstmals herausragender Persönlichkeiten für Straßen und Plätze ist das immer so eine Sache. Es gibt für und wider und nicht selten zahlreiche Widerstände. Dem Hobbyhistoriker Dr. Gustav Becker ist es zu verdanken, dass nun in Elsterwerda ein Weg nach der ehemaligen Rektorin der Schlossschule benannt wird. Vor 4 Jahren regte Dr. Gustav Becker erstmals an, der ehemaligen Rektorin der einstigen Schlossoberschule in Elsterwerda eine breitere öffentliche Würdigung zuteilwerden zu lassen. Nun scheint sich der Wunsch des weit über die Grenzen der Stadt Elsterwerda hinaus bekannten ehemaligen Amtsarztes im Unruhestand zu erfüllen. Der eher unscheinbare Weg direkt neben dem Elsterschloss soll in Kürze nach ihr benannt werden. Der Schlüssel fürs Leben ist eigentlich erstmal das Elternhaus, aber dann doch die Vorbildwirkung der Lehrer, die Erziehung durch die Schule. Und Frau Schneider war eben eine solche Persönlichkeit, die ja auch durch die Schwere des Krieges gegangen ist und somit aufgrund ihrer Lebenserfahrung Vorbildwirkung zeigte. Aber auch sonst war sie eben eine ganz vorbildliche Lehrerin-Persönlichkeit. Sie war ja auch den humanistischen Idealen zutiefst verbunden und diese wollte sie uns dann als Orientierung fürs Leben vermitteln. Ermelinde Schneider war von 1949 bis 1958 Direktorin des heutigen Elsterschloss-Gymnasiums, damals Schlossoberschule Elsterwerda. Ihr verdankt die Schule unter anderem die bis heute bestehende Tradition der sogenannten Begrenzung der Abiturienten, welche es seit 1950 gibt. Im Juli 1958 quittierte sie eher unfreiwillig ihren Dienst. Politische Querelen und Intrigen gegen ihren Führungsstil veranlassten sie damals zu diesem Schritt. Ihr Sohn Dr. Hermann Schneider bezeichnete das Jahrzehnte später als eine Art zweite Vertreibung. Meine Mutter, und letztendlich empfinden wir das auch so, meine Mutter hatte gemeint, hier wieder eine zweite Heimat zu finden. Wir sind ja aus dem Böhmischen vertrieben worden. Und letztendlich war das auch hier für sie eine zweite Vertreibung. Wir haben es letztendlich auch so empfunden. Ne? Und ich komme natürlich immer dann mit gemischten Gefühlen hierher. Nach ihrem Abschied in Elsterwerda arbeitete Ermelinde Schneider als Dozentin und Lehrerin in Dresden. Im August 1976 ist sie verstorben. Dr. Gustav Becker, ehemaliger Schüler von Ermelinde Schneider, späterer Amtsarzt und heutiger Hobbyhistoriker, hat sich vor allem um die deutsch-polnische Aussöhnung sehr verdient gemacht. In den vergangenen Jahren überraschte er außerdem immer wieder mit beinahe fast schon vergessenen Geschichten rund um die Historie des Elsterschlosses. Sein Wunsch, den Lehrern dieser Einrichtung ein Denkmal zu setzen, wird sich nun erfüllen. Es wäre also schön, wenn wir Frau Schneider sozusagen stellvertretend ehren, würdigen könnten für die Vielzahl von Lehrern, die in Deutschland und hier insbesondere in Elsterwerda wirken. Elsterwerda nennt sich oft eine Schulstadt. Und so wären wir schon doch gut beraten, wenn wir also der Lehrer gedenken würden und die Arbeit der Lehrer würdigen könnten. Frau Schneider wäre dann sozusagen
nur stellvertretend geehrt für die vielen Lehrer. Jetzt berufsbegleitend Sozialpädagogik und Management studieren. Bereits nach 2 Jahren einen international anerkannten Hochschulabschluss und die staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge erhalten. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher oder Heilerziehungspfleger. Jetzt informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie. Telefon Hoyerswerda 20 90 65 oder im Netz unter zusag.de. Sozialpädagoge. Ein Beruf mit Zukunft. Jetzt geht es weiter mit den aktuellen Polizeimeldungen. Wie immer gab es für die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Auch die Bundeswehr hat diese Woche unterstützt, einige Langfinger zu fassen. Drei Bundeswehrsoldaten haben am Montagvormittag 3 Kabeldiebe an der S-131 bei Boxberg gestellt. Ihr Auto hatte sich auf dem Truppenübungsplatz im Sand festgefahren. Dies bemerkten 3 Kameraden und hielten die Polen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Sie hatten etwa 50 Meter Kabel im Wert von ca. 2000 Euro gestohlen. Daneben befanden sich weitere Waren im PKW. Seine Kennzeichen waren falsch und einer der 3 angetrunken. Ein weiterer stand unter Drogen. Nach einem Unfall mit etwa 3000 Euro Schaden am Montagvormittag auf dem Seitenweg in Leppersdorf sucht die Polizei nach Zeugen und insbesondere den beteiligten Lkw-Fahrer. Sein Muldenkipper hatte offenbar eine Schaufel verloren, die dann gegen das Dach eines entgegenkommenden Mercedes geschleudert wurde. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, aber auch auf dem Schaden sitzen. Hinweise nehmen das Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578 3520 und jede andere Dienststelle entgegen. Am Dienstagmorgen ist ein Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache in der 30er-Zone der B97 bei Spreetal heftig auf die Mittelleitplanke geraten. Die 36-jährige Fahrerin war offenbar für einen Moment unaufmerksam. Durch den Unfall wurden Teile des Unterbodens der Zugmaschine aufgerissen und Betriebsflüssigkeiten liefen aus. Feuerwehr und Straßenmeisterei waren im Einsatz. Der Schaden beläuft sich bislang auf etwa 25.000 Euro. Montagmittag ist ein 19-Jähriger mit seinem PKW offenbar zu schnell gewesen und hat auf der Straße zwischen Skerbersdorf und Saga einen Unfall verursacht. Nach einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern und von der nassen Fahrbahn ab. Etwa 4000 Euro beträgt der Schaden an einem Wildzaun und der Flur. Der leicht verletzte Verursacher kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. In Falkenberg hat am Dienstagmorgen ein Mann 2 Diebe überrascht. Als sie ihn bemerkten, ließen sie eine große Kiste im Stich und flüchteten. Darin befand sich ein Stemmhammer, der später von Bauarbeitern als gestohlen gemeldet worden war. In Massen haben Unbekannte am Wochenende auf einem umzäunten Firmengelände in der Glasmacherstraße gleich 10 Mercedes-Sterne von LKWs und PKWs abgebrochen. Der Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro. Gleich kommen wir zu den Veranstaltungstipps und den Wetteraussichten. Doch zuvor schauen wir in unser heutiges Kalenderblatt. Vor knapp 30 Jahren wurde in Hoyerswerda ein Seniorenverein gegründet, der die Geselligkeit und Gemeinschaft auch im hohen Alter noch bis heute sicherstellt. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 9. Februar 1994 ist in Hoyerswerda der Verein Spätlese gegründet worden. Mittlerweile können die rüstigen Senioren auf mehr als 20 Jahre blicken. Das Motto: nicht einsam, sondern gemeinsam. Auf dem Programm stehen Treffs, Tanztees, Tagesfahrten, Grillfeste, Vorträge, Feiern und gemeinsame Reisen. Bei der Spätlese sind alle Frauen und Männer ab 55 Jahren aus Hoyerswerda und Umgebung willkommen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Wie auch bereits letzte Woche findet am 12.02. um 14 Uhr wieder ein Ausflug ins Wolfsgebiet in Rietschen am Erlichthof statt. Diese Exkursion mit Vortrag dauert ca. 4 Stunden. Die Anmeldung ist über 035 772
46 76 2 möglich. Der Treffpunkt ist das Museum Die Wolfsscheune in Rietschen. Dieses interessante Erlebnis ist kostenfrei. Am Samstag, den 12. Februar, findet um 20 Uhr im Steinhaus Bautzen die Comedy Magic Show statt. Diese erfolgreiche Magic Ensemble Show ist zum Träumen schön, zum Schaudern bizarr und zum Schreien witzig. Das Publikum wird aktiv in die Show mit eingebunden und garantiert damit unglaubliche und atemberaubende Momente. Zauberkunst, Comedy und Improvisation treffen hier aufeinander. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets gibt's im Vorverkauf und an der Abendkasse. Die Teilnahme an der Veranstaltung bleibt auf Genesene und Geimpfte beschränkt. Zusätzlich ist der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests notwendig. Auch am Samstag, dem 12.02., kann man um 20 Uhr in Zittau an einer nächtlichen Stadtführung mit dem Zittauer Nachtwächter teilnehmen. Der Treffpunkt ist am Wirtshaus zum Alten Sack am Salzhaus. Eine unterhaltsame Runde durch das abendliche Zittau, gewürzt mit Humor und Wissenswertem und einem kleinen Nachttrunk, erwarten Sie. Die nächtliche Stadtführung geht circa 1,5 Stunden. Der Preis liegt für Erwachsene pro Person bei 7 Euro und bei Kindern bei 3,50 Euro pro Person. Dazu besteht die Möglichkeit, ein leckeres Nachtwächter-Abendmahl zu verzehren. Für alles gilt die aktuelle 2G-Regelung. Heute lockerte die dichte Wolkendecke vereinzelt auf. Die Temperaturen waren mild bei 8 Grad, mancherorts sogar bis 11 Grad. Durch den endlich nachlassenden Wind fühlte sich der Tag zusätzlich angenehm an. Bei manch einem konnten da schon erste Frühlingsgefühle aufkommen. Auch am Abend und in den Nachtstunden sinken die Temperaturen kaum ab. Das Thermometer zeigt dann noch immer 7 Grad. Regen wird nicht erwartet. Morgen ist der wärmste Tag der Woche. In den tieferen Lagen kann es tagsüber bis zu 11 Grad warm werden. Von Sonne am Vormittag über Wolken und Wind am Nachmittag sowie Regen am Abend ist morgen wieder alles mit dabei. In der Nacht gehen die Werte dann runter auf 4 Grad. Auch im Bergland ist ein bunter Wettermix zu erwarten. Allerdings können hier am Abend neben Regen auch ein paar weiße Flocken fallen. Und die Temperaturen gehen in Zittau in der Nacht runter auf 2 Grad. Am Freitag gehen die Werte dann auch tagsüber merklich nach unten, auf 5 bis 1 Grad. Der Wettermix bleibt. Immerhin ist diesmal auch wieder die Sonne mit von der Partie. Aber auch Wolken, Regen und Wind wechseln sich ab. Am Abend bleibt es dann trocken. Auch am Samstag bekommen wir tagsüber ein paar Sonnenstrahlen bei 5 Grad maximal. Aber in der Nacht wird es dann wieder richtig knackig. Uns erwarten dann wieder Minustemperaturen. Die Straßen könnten wieder glatt werden und auch die Autoscheiben müssen wir dann wohl wieder freikratzen. Das war die Drehscheibe vom Mittwoch. Alle Nachrichten gibt es wie immer auch zum Nachlesen auf unserer Homepage lausitzwelle.de oder zum Nachschauen und Teilen auf unserem Lausitzwelle YouTube-Kanal. Jetzt im Anschluss sehen Sie noch unsere Umfrage der Woche. Thema ist dieses Mal, was machen die Lausitzer eigentlich, um sich auch im Winter sportlich fit und aktiv zu halten? Zur Drehscheibe Lausitz sehen wir uns am Donnerstag pünktlich um 18 Uhr wieder. Wenn Sie uns per Satellit zuschauen, dann eine halbe Stunde später um 18.30 Uhr. Haben Sie einen erholsamen Feierabend. Auf Wiedersehen. Machen Sie Sport im Winter? Ja, ich mache ein bisschen Sport im Winter. Ich laufe, also gehe sehr viel, so ungefähr 10.000 Schritte am Tag. Und dann mache ich so ein bisschen gymnastische Übungen mit Hantel, wegen der Muckis. Laufen, Garten raus. Bisschen fit halten sozusagen. Ja, ein bisschen fit. Man zählt immer dann, was man, wie viel man hat hier, ne? Die Schrittzähler. Im Winter nicht, nee. Aber so ein bisschen fit halten schon, so ein bisschen rausgehen? Ja, zu Hause, weil ich kann nicht so, wie ich gerne möchte. Ich halte mich im Winter fit, ich gehe viel raus spazieren und mache aber nicht im Freien, sondern Sport, Gymnastik in der Wohnung. Sport im Winter? Hm? Ja, man bewegt sich. Sport direkt nicht, aber so laufen und so Fahrradfahren, wenn es geht, wie die Straßenverhältnisse sind und so, das macht man schon. Also ich mache jede Menge. Ich gehe raus, ich mache jeden Tag mein Workout und ich gehe in die Eistonne.
zum Eisbaden zusätzlich? Sumba und Hula Hoop greifen. Nur zu Hause. Genau. Kanu fahren auf der Elbe. Fährt man 2 Stunden Boot und kommt wie eingeschneit wieder und freut sich, trinkt sein Bier. Ich fahre früh, um 4 Uhr stehe ich auf und dann fahre ich mit meinem Fahrrad meine Arbeit machen. In der Reinigung arbeite ich, dann mache ich die Praxis früh um 4 Uhr. Also, und dann gehe ich weiter nach Jaswalda hier in Neustadt. In Wohnung mache ich dann nebenbei und Hausordnung überall und Treppensteigen tue ich auch. Also 20.000 Schritte mache ich jeden Tag. Hat einen Schrittzähler. Ja, genau. Ich mache 200 Schritte. Ich bin Rentner. Nee, ich mache keinen Sport. Bin nicht so, was das betrifft, draußen Sport so begeistert. Und drin, ja, das Nötigste halt mal ein bisschen Bauchtraining oder mal ein bisschen Beintraining. Halt das Übliche. Aber sonst gibt's keinen Sport bei uns. Im Fitnessstudio. Also ein bisschen fit halten finden Sie schon wichtig? Ja. Also das ist mir auf alle Fälle wichtig. Wir haben so ein Trampolin zu Hause und das kommt aber aus der Puste. Das reicht dann eigentlich zu, als Rentner. Ne? Ich gehe viel spazieren, ich fahre mit Fahrrad, ich fahre mal nach Senftenberg mit Fahrrad oder Spremberg, ich bin Kamenz gewesen oder Dresden runter. So, ich fahre überall mit Fahrrad immer. Bis jetzt ist es noch gut, weil ich sage, ich bin auch nicht mehr ganz so jung, ist egal. Wär zwar 65 erst jetzt, dieses Jahr, aber noch, ich bin noch nie krank gewesen bis jetzt. Ja, sicher mache ich Sport. Aber zu Hause drin im Wohnzimmer, beziehungsweise in unserer Gemeinschaft, am Dienstag um 8 bis 9. Hier drüben in der Nächstenliebe. Genau. Und was machen Sie da so? Na, meistens so ein bisschen Sitzsport und sind alles alte Herrschaften. Alle 80 plus. Ja. Ich laufe ein bisschen, ja. So. Weiter kann ich nicht. Ja. Aber man muss noch ein bisschen fit halten. Ja, ein bisschen wichtig. Muss man noch, ja, das ja. Mal ein bisschen mit dem Rad fahren und wenn es so geht, mit dem Stock, da klappt das. Ja. Ne, täglich eine halbe Stunde, ja. Bei dem Wetter, ne? No? Ja, natürlich mache ich Sport im Winter. Und was machen Sie so? Gesundheitssport in der VBH-Halle. Schön, dass ich mich aufgenommen habe. Ja. Einfach so fit halten oder richtig irgendwelcher richtiger Sport? Fit halten, das ist wichtig. Und was machen Sie da so? Na, alles, was angeboten wird, nehme ich mit. Ich gehe heute wieder und ich werde sehen, was unsere Trainerin da vorbereitet hat. Natürlich unter Einhaltung aller Regeln, ist ja klar. Sind ja die Vorschriften so, wir machen da mit und dann geht's los. Jeden Tag Fahrrad fahren. Echt? Außenring Hoyerswerda. Sind das bekannt? Ja. Also um Hoyerswerda rum ist ja ein wunderbares asphaltierter Fahrradweg, der durch Zeisig führt, hinten nach Bröten führt und da bin ich jeden Tag eine Stunde unterwegs. Ich kann es mir auch erlauben, ich bin Rentner. Gut. Und kann es jedem nur empfehlen, Anti-Corona-Programm. Und machen Sie selber ein bisschen was? Das will ich noch nicht. Das ergibt sich. Ich mache Sport im Winter, ja. Ja? Ja. Und was machen Sie da so? Im Sportclub. Im Sportclub? Ja, Gymnastik. So, ja. Einfach, damit man im Winter auch nicht so eingeht, aber nur, wenn es so kalt ist die ganze Zeit. Ja, wir sind ja in der Halle. Und das jede Woche einmal. Ich mache Sport im Winter, wenn ich kann, mache ich das. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon immer Sport gemacht. Bin schon immer hier zum Fitness gegangen. Aber aus gesundheitlichen Gründen kann ich das jetzt nicht machen. Würde gerne machen. Alles in allem hat man ja immer nicht so viel Lust, sich draußen zu bewegen bei den Temperaturen. Aber ich würde sagen, es gibt ein paar Möglichkeiten. Entweder einfache Übungen zu Hause im Wohnzimmer. Gott sei Dank YouTube und Co. Da gibt es einige schöne Vorschläge. Und ansonsten kann ich es immer empfehlen, sich nette Begleitung zu besorgen und einfach ein paar Meter spazieren zu gehen. Wirkt wahre Wunder für Körper und Geist. Kein Wintersport, also es geht ja kaum noch. Und so ein bisschen fit halten? Ja, fit halten. Da gehe ich unheimlich viel in den Wald und sammle Baumperlen. Zurzeit und Pilze. Im Winter? Ja. Ja, laufen. Im Garten noch ein bisschen hinlaufen, hin und her laufen. Ja, eigentlich meine Reha mache ich. Im Wasser. Jede Woche. Ansonsten im Sommer mehr oder im Frühjahr mehr geht's wieder los.
informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.